Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tod von George Floyd hat in den USA und auch weltweit Demonstrationen unter dem Motto Black Lives Matter, Solidaritätsaktionen, aber eben auch gesellschaftliche Debatten über Rassismus und seine Folgen ausgelöst. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass weder die gesellschaftspolitische Situation noch die Polizei in den USA mit Deutschland vergleichbar ist. Und dennoch gingen und gehen auch hier Tausende auf die Straße, um auf Rassismus und Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der Religion oder der Herkunft aufmerksam zu machen. Seit einigen Wochen berichten schwarze Menschen und People of Color, also Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, aufgrund der Merkmale, die ich eben schon nannte, von ihren Rassismuserfahrungen, die sie in Deutschland und auch hier in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Ich finde, das Mindeste ist es, diesen Menschen und darunter ja auch viele junge Menschen zuzuhören und Rassismus als ein Problem auch unserer Gesellschaft wahrzunehmen. Und so verstehe ich auch die Debatte, die wir gerade in dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt hatten. Das wurde da ja auch noch mal sehr deutlich. Rassismus kann sich sehr unterschiedlich äußern. Zum einen als individuelle Einstellung, die leider in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden ist, wie verschiedene Studien in den letzten Jahren gezeigt haben. Wir alle wachsen mit Stereotypen, mit Vorurteilen auf und manche rassistischen Äußerungen werden auch unbedacht getätigt. Für die Betroffenen, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, für die Betroffenen ist das aber immer, egal ob eine bewusste oder eine unbedachte Äußerung, immer verletzend. Und ich bin froh, dass es dafür ein zunehmendes Bewusstsein in der Gesellschaft und einen gesellschaftlichen Konsens gegen Rassismus und Diskriminierung gibt, auch hier im Parlament. Schwieriger ist die Debatte um einen strukturellen oder auch institutionellen Rassismus. Und um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich gerne die Definition der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zitieren. Zitat: Struktureller oder auch institutioneller Rassismus ist in den Organisationsstrukturen einer Gesellschaft verankert. Dabei geht es um ein regelmäßiges, bewusstes oder unbewusstes Verhalten von Beschäftigten in Behörden, in der Polizei, an Schulen und so weiter, das die Auslegung und Anwendung von Vorschriften gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen betrifft. Und ich will hier noch mal deutlich sagen, mit strukturellem Rassismus ist eben nicht gemeint, dass es ein rechtsextremes Netzwerk oder eine Unterwanderung durch Rechtsextreme in Behörden gibt. Und es stellt auch niemand bewusst Polizeibeamtinnen und Beamte unter einen pauschalen Generalverdacht. Das tun auch wir Grüne ausdrücklich nicht. Struktureller Rassismus meint, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale durch Behördenhandeln diskriminiert werden. Und es ist nicht der einzelne Polizeibeamte oder Beamtin rassistisch, sondern das Handeln, die Mechanismen sind ein Problem. Und ich glaube, wir haben das insbesondere bei den Ermittlungen zu den NSU-Verbrechen, zum Beispiel in der Kolbstraße, aber auch bei den Ermittlungen in Dortmund gesehen. Und es ist gerade der Staat, der in der Pflicht ist, alle Menschen gleich zu behandeln, und zwar unabhängig von Aussehen, von Herkunft, von Geschlecht, von Religion oder von anderen Merkmalen. Und deshalb wollen wir die Betroffenen von Diskriminierung stärken. Wir wollen ein eigenes Landesantidiskriminierungsgesetz für Nordrhein-Westfalen schaffen. Wir wollen Beratungsangebote im Falle von Diskriminierung verstärken. Und Solidaritätsbekundungen, auch die, die wir eben auch wieder gehört haben, die sind wichtig. Aber ich finde, sie reichen nicht aus. Wir müssen endlich über konkrete Maßnahmen sprechen und diese auch beschließen. Und eine sehr wichtige Forderung der Black Lives Matter-Bewegung ist auch, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands aufgearbeitet wird. Auch in den Städten Nordrhein-Westfalens finden sich bestimmte Straßennamen oder Denkmäler mit positiven Bezügen zum deutschen Kolonialismus. Wir wollen, dass es hier eine kritische Auseinandersetzung gibt, dass es eine Aufarbeitung deutscher Geschichte gibt und auch ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft für unsere Vergangenheit. Und ich bin mir sicher, dass das ein wichtiger Beitrag zur Auseinandersetzung mit Rassismus auch in unserer Gesellschaft wäre.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Forderungen hier in unserem Antrag werden ja seit vielen Jahren bereits diskutiert. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, diesen Antrag hier auch direkt abzustimmen. Ich fände es wichtig, wenn wir heute ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus setzen. Das tun wir auch schon durch die Diskussion heute. Ich finde es aber vor allem wichtig, dass wir endlich auch ganz konkrete Maßnahmen beschließen. Sie werden zu Recht gefordert. Wir sind hier als Politik gefordert, Antworten darauf zu finden. Wir haben Vorschläge vorgelegt und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dem anschließen könnten. Vielen Dank. Frau Kollegin Schiffer, wenn Sie Ihr Mikro einmal aktivieren, kann ich es Ihnen freischalten? Es ist frei. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Lürbke, Sie hatten gerade gesagt, dass es eine sachliche Debatte bräuchte. Und ich kann Ihnen da nur zustimmen. Leider war Ihr Beitrag kein sachlicher Beitrag zu dieser Debatte. Das bedauere ich sehr. Und ich möchte auch gerne noch mal etwas sagen zu dem Vorwurf des Generalverdachts gegen unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, weil ich glaube, dass hier wirklich auch ein inhaltliches Missverständnis bezüglich der Definition vorliegt. Um noch mal deutlich zu sagen, erstens, es gibt rassistische Einstellungen in dieser Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir uns einig. Zweitens, es gibt so etwas wie einen strukturellen Rassismus, er wird auch institutioneller Rassismus genannt, und der meint eben nicht, dass alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte oder andere Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter rassistisch sind, sie individuell, das meint es eben gerade nicht, sondern die Definition von struktureller Rassismus ist, dass Vorurteile und Stereotype in Behörden zu bestimmten Handlungsweisen führen. Ganz kurz zwei Beispiele, Polizei, das Beispiel Ermittlungen bei NSU, anderes Beispiel Schule, warum landen so wenig Kinder mit Migrationshintergrund auf dem Gymnasium, um nur mal zwei Beispiele für Behördenhandeln zu nennen. Das andere ist, Sie werfen uns hier vor, bei unserem Antrag geht viel durcheinander. Ich will Ihnen noch mal deutlich sagen, dass die Antwort auf Rassismus und wie gehen wir damit um, und ich weiß, wie schwer die Debatten sind, und deshalb ist es wichtig, sie gut und sachlich und nah an den Definitionen zu führen. Hier geht nicht viel durcheinander, sondern das Thema ist extremst komplex und wir machen einige Vorschläge. Aus meiner Sicht zeigt, wie blank die FDP in dieser Diskussion ist. Ich finde das traurig, gerade auch für die jungen Menschen, die gerade von ihren Rassismuserfahrungen berichten. Ich glaube, die dürfen von Politik eigentlich ein bisschen mehr erwarten. Applaus